Bracha, zwei Genies. Zwei Wunderkinder. Kultur in solcher Perfektion und in so jungen Händen gehört zu den großartigsten Errungenschaften unseres Systems und unserer Partei. Abrascha, ich dachte, das Haus brennt. So schnell hast du gespielt. Anna war die Einzige, die das Tempo gehalten hat. Larissa hat kein Problem mit meinem Tempo. So viel Gefühl für Musik und so wenig für Menschen. Anna, du hast eine sehr schöne Bogenführung und ein gutes Taktgefühl. Also, ich fand's wunderbar. Alle drei. Und ich denke, das sollten wir jetzt regelmäßig machen. Das würde uns sehr freuen. Und? Hast du weiter komponiert? Abrascha und ich haben eine Abmachung. Dieses Stück ist nur für echte Freunde, weil nur echte Freunde es hören können. Larissa und ich haben uns allerdings gefragt, ob du es nicht auch schon manchmal hörst. Im Ernst? Ich will euch was zeigen. Zu mir kommen sie nicht. Wie machst du das? Hanna, du bist die Herrin der Fische. Höre mit deinem Herzen und konzentriere dich auf deine Musik. Aber mein Herz hat doch keine Ohren. Aber eine Seele. Du musst immer für deine Musik leben, egal was passiert. Immer.